seine Schüler, woran kann man erkennen, dass die Nacht zu Ende ist und der Tag beginnt? Oh, ich weiß es, sagte einer seiner Schüler. Das ist, wenn man erkennen kann, ob es eine Palme oder ein Feigenbaum ist. Nein, sagte der Rabbi, das ist es nicht. Dann ist es vielleicht, wenn man ein Schaf von einer Ziege unterscheiden kann. Nein, das ist es auch nicht. Ja, aber was ist es denn dann? Nun, wenn du in das Gesicht eines anderen Menschen schaust und darin den Bruder oder die Schwester erkennst, dann ist die Nacht vorbei und beginnt der Tag. Ja.